Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum angekündigten Reisevlog. Ich bin Mr. D. Ja, diese Frise, ziemlich scheiße. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist jetzt 2.25 Uhr. Genauso fühle ich mich auch. Ja, wir müssen jetzt los. Wir fliegen um 4.40 Uhr nach Kreta. Wird auf jeden Fall richtig geil. War ich noch nie und soll richtig geil aussehen. Also Kreta. Und ja, also der Start könnte nicht schlechter sein. Ich habe jetzt eine 10 Stunden Busfahrt hinter mir, wo ich null gepennt habe, habe vorher nur 2 Stunden geschlafen. Und ja, dann jetzt nochmal früh aufstehen. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt los, weil es ist ein bisschen stressig gerade. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann später wieder, wahrscheinlich dann in Kreta, also oder auf Kreta. Also bis gleich. Na, jetzt aber. Wir sind in Kreta angekommen und was sagt man dazu? Hier ist einfach, na, Lidl. Ja moin, in Griechenland einfach Lidl. Warum auch nicht? Das sind jetzt die anderen Einkaufen. Ich bin jetzt hier dann noch chillen im Auto mit ihmchen hier. Es ist einfach so heiß. Es ist unerträglich warm. Ich glaube irgendwie 34 Grad oder noch mehr. Und das wird sich auch nicht ändern. Gehst du richtig ein hier bei dieser Sonne. Aber ihr habt ja schon gesehen, also die Natur ist echt richtig geil. Also das ist wirklich, sieht richtig gut aus. Der Rest ist so ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen runtergekommen, aber schon so in dem Stil. Aber es ist halt auch was anderes. Es ist auf jeden Fall anders zu den normal europäischen Städten. Außer jetzt vielleicht, wenn man sich so
bei in Italien so die ganzen Städte anguckt, die sind noch so leicht ähnlich. Aber so vom Stil her ist es auch vollkommen anders. Flachbauten, sehr viele von diesen, ne, Flachdachhäusern, die sehr runtergekommen halt aussehen, aber gar nicht runtergekommen sind, sondern einfach weil sie so aussehen. Ist ihr Stil, muss man sich irgendwie dran gewöhnen, aber naja. Ja, wir gucken gleich mal, wie unsere Butze aussieht, ob wir da einen Pool haben oder nicht. Das wäre nämlich mal ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann später nochmal wieder. Also, bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt hier endlich da. Ich war gerade auch noch im Pool bei den Nachbarn. Richtig chillig, weil es sind halt Kollegen meines Bruders. Und ja, jetzt fahren wir nochmal direkt an den Strand. Dann nehme ich euch da mit. Ihr seht schon, ich bin schon wieder ein bisschen braun. Sonnenbrand ist auch schon wieder da. Und ja, dann sehen wir uns gleich am Strand wieder. Also, bis gleich. Tag 1 nähert sich langsam dem Ende. Ja, jetzt geht es noch darum, dass wir gucken uns noch ganz entspannt das Finale an. Wieder bei unseren Nachbarn. Habt ihr ja gerade schon gesehen mit dem Pool und alles. Das sieht schon baba aus. Ihr könnt schon sehen hier, meine Nase wieder absolut verbrannt. Meine Schultern absolut verbrannt. Alles komplett weg. Aber Leute, guckt euch das mal hinter mir an. Tschüss. Man kennt ihn. Ja, jetzt gucken wir noch Fußball und vielleicht sehen wir uns gleich nochmal wieder. Also, bis gleich. So, Freunde, bin jetzt hier im Bett. Tag ist rum. Ich bin auch einfach platt. Und ja, also erster Eindruck von Griechenland jetzt oder beziehungsweise von Kreta. Schöne Landschaft, aber schöne, aber baufällige Häuser. Ja, das war eigentlich so mein erster Eindruck jetzt davon. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr das so wahrgenommen habt. Und ja, wenn ihr mal so eine Roomtour sehen wollt von unserem Haus hier, dann lasst mich einfach in den Kommentaren wissen. Dann würde ich sagen, war es dann auch mit dem heutigen Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und.